Okay. Das Spiel will so, es kann es gern so haben, auf die harte Art, ja? Halt dein dreckiges Maul! Ich stopfe mir leicht deinen Scheißburger so dick in den Arsch rein. Limited time only! Lustig, juhu! You better get a move on, eh? Oh Gott. Keine Zeit verlieren. Und natürlich verlieren wir Zeit, klar. Alter, nein. Thank you.
Uiuiui. Da soll mal einer sagen, ich übe immer, ne? Ich find's wirklich schön, dass ihr mir so zur Seite steht. Das finde ich wirklich toll. Danke dafür. Sonst hätte ich hier wahrscheinlich schon alles kaputtgeschlagen. Och nö, jetzt müssen wir da noch hinfahren. Das wird ja immer schlimmer, Alter. Es wird immer schlimmer in den Eskimo Hills. Ah, okay. So. Hier, halt dein Maul, Bob. Geh mich auf den Sack. Geh sterben oder geh ersticken oder was auch immer. Keine Ahnung. Burger. Lecker. Warum können wir nicht einfach die Scheißburger nehmen und dann nach Hause fahren wieder, ey? Spiel mal ohne Ton ist vielleicht besser. Ja, klar. Wahrscheinlich sollte ich auch ohne Bild spielen. Also ich glaube, dann würde ich am besten klarkommen. Da kann ich dann kann ich mich dann überhaupt gar nichts mehr aufregen. Über gar nichts mehr. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn man da rechts fährt, ne? Heilige Scheiße, Alter. Aber hey, wir haben ja gute Laune. Wir machen uns ja auf den Weg zu einem wunderschönen Burger, der wahrscheinlich zwei irgendwie Dollar kostet. Man zwei Minuten dran Freude hat, weil die den einfach in einem runterschlucken und dann wir wieder nach Hause fahren können, als wäre nie was gewesen. Hey, da lohnt sich doch alles für, Leute. Da können wir doch richtig lang hier rumdüsen. Das macht doch wundervoll Spaß. Oder so. Da ist der besoffene Pisser wieder. Tschüss, besoffener Pisser. Ey, ich sag euch, wenn die diesen fucking Burger nicht haben, ne? Dann raste ich aus. Dann garantiere ich für gar nichts mehr. Wenn wir jetzt dieses Rennen hier irgendwann schaffen in 4 Millionen Jahren und die diesen Burger nicht haben, ne? Dann fahre ich ins Entwicklerstudio und bumps jeden einmal von hinten. Egal, was Tobi da so sagt, ist mir scheißegal, aber das interessiert mich nicht. Weil diese Zeit des Lebens, die können die mir schön zurückgeben. Ist mir egal wie, aber die können die mir zurückgeben. Guckt euch das mal an hier. Hier sitzt nicht mal mehr jemand drin. Ja, ihr habt da nicht. Jetzt kommt der dicke Typ da hinten und sagt, dass wir jetzt losfahren müssen. Ne? Was für eine Überraschung. Ja, ich geh mal auf Klo. Ich geh mal kacken. Ich kann mich ja schon mal ins Auto setzen, oder? Ach, schade. Geht nicht. Ach, ich bin doch nicht sauer. Ich bin auch nicht... Also ich bin... Ich find's eher lustig. So. Es ist halt ein bisschen... Triggermäßig, aber jetzt sauer oder richtig genervt bin ich nicht. Darf ich mitkommen und die Kamera halten? Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. So.
Wenn das so weitergeht, enden wir wirklich in der Psychiatrie, Annalena. Wirklich, ohne Scheiß. Aber richtig. So richtig tief drin, so mit Jacke und allem drum und dran. Wir müssen unter der Matratze schlafen, weil es sonst so gefährlich ist für die Psychiatrie. Nee, in der Matratze müssen wir schlafen. Genau. So. Bitte, bitte, mächtiger Bürgergott, lass es uns tun. Lass es uns einfach tun. Bitte. Wir hätten überhaupt so eine Schneestraße hier gebaut. Halt dein Maul, Sale, Alter. Ich brenne gleich deinen ganzen Laden ab. Und steck dir deinen scheiß Burger in dein Gesicht rein. Der wahrscheinlich eh voll gestopft ist mit irgendwelcher Scheiße. Ja, delicious. Deine Mutter. Ja, der Move on. Ich move gleich in deinen Arsch rein, Alter. Oh mein Gott. Wir machen jetzt einfach eine ASMR-Fahrt. Wir werden jetzt gleich zu Sets fahren. Sets. 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 Ja. Mr. Ribs. Great move on. ASMR Burger Tour Road Trip. Oh. Oh. Okay. Wieder schon kracht, ne? Wieder schon kracht, wenn man jetzt kommt hier. Jetzt, why tell you? Well, there was one only left. Yeah, you move on. You move on. Get a move on, you hear? And don't forget to stop by at Sales Burgers. Ey, wenn wir das gleich schaffen sollten, ne, dann will ich, dass wir alle ausrasten, als hätten wir gerade eine Weltmeisterschaft gewonnen, ohne Witz. Dann sollen wir den Leuten auch zeigen, dass wir uns diesen Burger verdient haben, wenn er denn da ist. Alles andere wäre dem nicht würdig, Leute.
Hallo? Spiel? Das ist jetzt ein schlechter Witz, oder? Ending A haben wir noch nicht. Ending A ist das mit dem Burger, also dass wir halt unseren Burger bekommen. Und ich habe die Vermutung, dass wir da den Ganja Bob machen müssen und dann dann werden wir, glaube ich, trotzdem von der Polizei geschnappt. Und dann wird er halt eingesperrt und wir können halt wahrscheinlich hinfahren. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ist mir scheißegal, Leute. Ganz ehrlich, es ist mir sowas von Wumpe gerade. Wir machen jetzt Folgendes. Weil ganz ehrlich, das kann ich nicht nochmal. Das schaffe ich nicht nochmal. Ich habe mehr abgenommen jetzt als in 3 Jahren. Das geht nicht nochmal, Leute. Das kriegen wir nicht hin. Pass auf. Pass auf jetzt.
In other news, psychotic murderer Bert Jenkins have recently escaped his psych ward to be apprehended. Diese Qualität, alter Wahnsinn. Okay, guck mal. Seht ihr? Er nimmt ihn mit. Er nimmt ihn mit. Und dann kommt der Überfall. Ganjawalle, geile Leistung. So, das kennen wir ja alles schon. Domian will sich nicht überfallen lassen. Bringt seinen Code raus. 1, 2, 3. Dann kommt hier das Abhauen. Und er wird wahrscheinlich geschnappt, oder? Was? Hä? Also, ach so, die entkommen also? Ernsthaft? Gibt es ein Ende, wo wir einfach ganz normal unseren geilen Burger essen können? Ohne dass irgendwas, irgendeine andere Scheiße passiert. Irgendwann, Gerrit, vielen, vielen Dank für deinen geilen Host, Alter. Grüße gehen raus. Macht dir noch einen schicken Abend. Und all die Leute, die hier reingeworfen wurden, wundert euch nicht. Es war noch viel schlimmer. Ihr seid gerade wieder beim Happy End. So ungefähr. Aber schön, dass ihr da seid. Und vielen Dank an den Gerrit. Grüße gehen raus. Macht dir noch einen schönen Abend, mein Lieber. Ganz viel Liebe an dich. Aber wie viele Enden gibt es denn jetzt? And T and B and A. Es gibt, glaube ich, nur A, B und C, oder? Ich glaube, es gibt nur dieses Ende. Also das weiteste Ende ist, glaube ich, das, was wir jetzt gerade zum Schluss hatten. So wie es erfahren. Also wie es sich anhört anscheinend. Oder? Ich glaube, wir werden niemals diesen Burger kriegen. Time. Does this gun belong to you or anyone you... No! Da, siehst du, das hatten wir auch schon. Alles klar. Ich glaube, es gibt nur diese drei Enden, Leute. Ich glaube, es gibt wirklich nur diese drei Enden. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, eigentlich. Ich glaube, wir haben alles gesehen, was wir sehen sollten, soweit. Wir haben Ende A gesehen, klar, durch ein Video, aber ganz ehrlich, Leute, nein, nein. Stellt euch mal vor, wir hätten das nochmal gespielt und dann hätten wir das gesehen. Obwohl wir erwartet haben, dass wir dann einen Burger in der Hand haben, den wir essen können. Stellt euch mal vor, wir wären das jetzt nochmal durchgegangen, diese ganze Prozedur, diese ganze Qual und hätten das gesehen. Wir hätten nie wieder gestreamt. Wir hätten nie wieder irgendwas anderes angefasst. Wir hätten nie wieder Burger essen können im echten Leben, Leute. Wir hätten nichts mehr tun können. Gar nichts. Null. Einfach null. Null. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang.
I love the way you walk, and I love the way you talk. When you walk that walk, and you talk that talk, you knocks me out, out off of my feet. Boom, boom, boom.